Nein. Doch, nein! Okay. Das ist die Phase, in der die werdenden Mütter unablässig von Hungergefühlen gequält werden. Also, was ist das? Dreimal darfst du raten. Nein, ich will nicht raten. Ich schlage vor, du sagst es mir. So wirst du wahrscheinlich in der Kirche aussehen, wenn wir zwei nicht sehr bald heiraten. Es ist schon zu spät, fürchte ich. Ich bin jetzt schon fett wie eine Kuh. Und mit jedem Tag werde ich dicker, denn ich habe ständig Hunger. Du, das sieht man auch. Wirklich? Ja. Ja, es wurde Zeit, dass wir darüber sprechen. Es ist ein sehr delikates Thema. Ich rede nicht gern darüber, aber ich frage mich, wie das alles enden soll. Wie kann man nur so viel essen? Aha, ach ja? Hier, ich zeig dir, wie das geht. Nein, ich will keinen Zucker. Zucker ist schlecht für das Baby. Entschuldigung, Rosa. Guten Morgen. Guten Morgen, Mama. Also wir, danke. Wir wollten... Also, ist schon wir, gut, Sisi. Ich sehe es selbst. Tut mir leid, dass ich gestört habe. Durchaus nicht. Wir waren gerade dabei, ein paar Pläne zu machen. Wir könnten Ihre Hilfe gut gebrauchen. Die Hochzeitspläne, Mama. Nun, ich finde, alles der Reihe nach. Wie wäre es mit einer Verlobungsfeier in der Oase? Oh, schön. Das klingt gut. Aber ich frage mich, ob du eine echte Verlobungsfeier meinst. Und was verstehst du darunter? Es gibt ganz verschiedene Feiern. Da wäre die Feier, wo ich, du und Mama allein an einem Tisch sitzen und uns die ganze Nacht lang anstarren. Aber wenn du eine echte Verlobung meinst, eine Verlobungsparty, dann sollte die ganze Familie da sein. Die Kinder meinst du? Sehr richtig. So etwas hatte ich erwartet. Und wie werden wir es jetzt machen, Sisi? Ich fürchte, ich habe keine Wahl, also genauso wie du es möchtest. Das ist eine gute Antwort. Danke. Ja. Ich rufe Cruz und Raphael an. Und vergiss nicht, Rafe einzuladen. Ja. Ich muss zurück ins Büro. Ich habe eine wichtige Verabredung mit Mr. Tatsun. Oh, das ist doch dieser japanische Familienvater, den du erwähnt hattest. Das wird ein echter Coup werden und wir sind die Gewinner bei der ganzen Sache. Er vertraut uns deshalb, weil unsere Gesellschaft noch ein echtes Familienunternehmen ist. Genauso wie die Gesellschaft von Mr. Tatsun. Und er legt sehr großen Wert auf Familienehre. Wir sehen uns nachher. Viel Glück. Oh. Ich denke, Sisi war seit Jahren nicht mehr so glücklich. Dasselbe kann man von dir sagen. Ich habe noch was für dich. Und ich glaube, jetzt kann ich es dir endlich geben. Hier. Mama, was ist da drin? Öffne es und sieh nach. Okay. Morgen. Du siehst wirklich aus, als bräuchtest du einen Kaffee. Ja, bitte. Verstehst du den Sinn dieses täglichen Treffens mit Mason? Wieso reicht denn ein wöchentliches Treffen nicht aus? Hast du Sahne für den Kaffee? Ja. Deine Laune heute ist ja ganz hervorragend, Kelly. Tja. War da was mit Cruz? Ich will nicht darüber reden. Gab es einen Streit zwischen euch beiden? Hör auf damit, okay? Okay. Danke. Fein, alles klar. Worüber willst du denn gern sprechen? Oh, ich weiß, worüber wir sprechen könnten. Über die Suche nach dem berühmten Capwell-Porträtmaler. Wie läuft es? Oh, es
läuft toll. Mhm. Einfach wunderbar. Die Wahrheit ist, es läuft furchtbar. Es wäre besser, wenn du das regeln könntest. Oh, du sagst, es läuft furchtbar und deswegen soll ich das regeln? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Warte mal, du hast Kunst studiert, nicht ich. Na und? Das Problem ist, dass ich im Moment sehr viel zu tun habe, Ted. Oh, verstehe. Was ich hier mache, ist völlig unwichtig, richtig? Sei doch ehrlich! Was du hier tust, ist wichtig, Kelly. Der Job ist nur nichts für mich, weil ich nun mal leider nichts von Kunst verstehe. Darf ich euch daran erinnern, dass das hier ein Büro ist? Hier wird über Geschäfte geredet und sich nicht rumgestritten. Also hört auf, euch wie kleine Kinder zu benehmen. Bitte um Vergebung, euer Hoheit. Wir waren so frei, uns zu unterhalten, Sir. Warte mal. Wer gibt dir das Recht, uns eine kleine Unterhaltung zu verbieten? Ich bin der Präsident dieser Firma. Oh. Das gibt mir das Recht. Setzt euch. Ich würde lieber stehen. Darf ich auch stehen, Mr. Präsident? Das ist mir völlig egal. Hauptsache, wir können uns endlich über die Geschäfte unterhalten. Und nicht über Privatsachen. Danke. Gut. Der erste Punkt auf der Tagesordnung ist das bevorstehende Treffen mit Mr. Tatsu. Warte mal, bevor du jetzt weiter den Chef spielst. Wir redeten gerade über Geschäfte. Wir unterhielten uns über das Porträt. Das Porträt, das ich will jetzt nicht über das Porträt reden. Ich will aber darüber reden. Wie du weißt, bin ich Geologe. Ich bin kein Kunstkenner. Und aus diesem Grunde sollte Kelly Moment das machen, mal, und ich sagte deinem Bruder gerade, dass ich leider keine Zeit dafür habe. Ich habe im Moment einfach zu viel ich zu tun. Ich habe zu viel zu tun. Er hat zu viel zu tun. Offenbar haben wir alle zu viel zu tun. Trotzdem solltest du das regeln. Du hast... Wann bitte soll ich das regeln? Ich habe einfach keine Zeit. Ich sag dir am besten, wenn du schläfst. Wann glaubst du denn, dass Schluss ich Zeit jetzt. Habe? Prost. Danke. Und jetzt hör zu. Du hast eine Aufgabe. Du wirst sie erfüllen und ich erwarte tägliche Berichte vom heutigen Tag an. Oh, verstehe. Du erwartest täglich Berichte vom heutigen Tag an. Aha. Nein, Mason. Ich gebe meine Berichte Dad. Falsch, du gibst sie mir. Hast du ein Problem damit? Nein. Nein. Nein, Mason, ich habe gar kein Problem damit. Wieso sollte ich ein Problem damit haben? Wieso denn? Du willst deinen Bericht? Du kannst deinen Bericht kriegen. Hey, darf ich mal für ein paar Sekunden um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte Ihnen allen jetzt ein neues Mitglied unseres Teams vorstellen. Jody Walker. Danke. Danke sehr. Sie wird mit Julia Wainwright in der Arbeitsgruppe gegen häusliche Gewalt zusammenarbeiten. Wir sind alle sehr stolz darauf, dieser Arbeitsgruppe anzugehören. Aufgrund der aus allen Bevölkerungskreisen reichlich eingegangenen Spenden hoffen wir, dass wir, wenn alles gut geht, in Zukunft wesentlich effektiver arbeiten können als in der Vergangenheit. Und Jody kommt zu uns mit einem großen Schatz an Erfahrungen, die uns sicher helfen werden. Es ist eine Ehre, glauben Sie mir, dass sie jetzt zum Team gehört. Danke. Partner suchen, Jody. Auf mich können Sie immer zurückgreifen. Heb das auf. Pass auf, worum du uns bittest, Mason. Ich bitte nicht. Heb es auf. Oder was? Hört zu, Jungs. Ich weiß, ich habe den Streit ausgelöst, aber ich finde, das geht zu weit. Das ist es einfach das nicht wert, okay? Das kann ich besser beurteilen. Du kannst ja alles besser beurteilen, denkst du jedenfalls. Für wen hältst du dich eigentlich? Ob es dir passt oder nicht, ich bin dein Boss und ich weise dich an, das Chaos auf meinem Schreibtisch zu beseitigen. Haben wir uns verstanden? Weißt du eigentlich, wem du jeden Tag mehr und mehr ähnlich wirst, ja? Meinem Vater. Und jetzt gebe ich dir meine Antwort auf deine tolle Anweisung, Mason. Vergiss es. Seit wann kennst du deine eigenen Kräfte nicht? Oh. Ich seh's dir an, Kuss.
Noch sauer wegen der letzten Nacht, richtig? Ja, das bin ich, stimmt. Es war kein Spaß, da reinzukommen mit deiner Frau zusammen und dann Zeuge zu werden, wie Kelly halbnackt mit dir eine Partie Poker spielt. Also ich fand das ziemlich unpassend, ja. Ich treffe eine aufregende Frau, die ungeheuer sexy ist. Für Poker nur eine Runde. Und alles, was dir dazu einfällt, ist unpassend? Mein Freund, du hast dich sehr verändert. Du vielleicht nicht? Ja, komm schon, Mann, die Highschool-Zeiten sind vorbei. Okay? Ich weiß, nur oft wünsche ich mir, es wäre anders. Meistens wünsche ich mir, dass ich wünschte wirklich, wir könnten die Zeit zurückdrehen. Damals war alles irgendwie einfacher. Hey, wenn du auf jemanden wütend sein willst, dann auf mich, nicht auf Kelly, okay? Ich habe sie zu der Sache animiert. Nein, nein, lass es, tu es nicht, okay? Ich weiß, was sie getan hat und es ist völlig überflüssig, sich für sie zu entschuldigen. Hallo. Hallo. Also, wie stehen meine Chancen für ein Interview mit der neuesten Verstärkung des Police Departments? Ich würde sagen, Ihre Chancen stehen dafür ziemlich gut. Sie ist nicht so beschäftigt? Oh, nun, nein. Nein, es geht vielleicht nicht sofort, aber grundsätzlich schon. Ziehen Sie sich am besten eine Nummer. Hat er ein Problem? Da ist nichts. Er hat nur einen schlechten Tag, das ist alles. Entschuldige mich. Okay. Jody? Hm? Wie das Leben so spielt. Der erste Fall, den Sie bearbeiten werden, ist der, über den wir schon sprachen. Gab es einen neuen Zwischenfall? Ich fürchte ja. Sie ist in der Notaufnahme. Da ist noch was, was du erledigen müsstest. Wir müssen da einschreiten. Was denn? Ich meine, ich kenne den Ablauf der Fälle inzwischen. Das Prügeln wird nicht aufhören. Es wird sich häufen. Und irgendwann ist es zu spät für Sie. So ist es leider. Ich sehe den Fall ganz genauso wie Sie. Es sei denn, sie beschließt, ihn anzuzeigen. Ich tue, was ich kann. Ich bin jetzt fertig, wenn Sie mit ihm reden wollen. Nein, 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 das ist nicht nötig. Aber danke. Hallo? Wie bitte? Oh, vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Der Mann ist, glaube ich, taub. Darf ich Ihnen helfen, ja? Oh, ein Schuhputzer. Ein Schuhputzer, okay, ja? Okay, toll. Ich glaube, meine Schuhe könnten eine Politur sehr gut gebrauchen. Sagen Sie ihm, er soll alle Schuhe auf dieser Etage putzen, oh, klar? Gute ich Idee. Bezahle. Sie sollen alle Schuhe hier putzen. Also los. Das gilt auch für Cowboystiefel, Jody. Danke, wenn ich ihn finde, sage ich es ihm bestimmt. Hey, warten Sie. Kann es sein, dass wir hier ein potenzielles Problem haben? Absolut nicht, Captain. Ich will ganz ehrlich sein, ich bin nicht erfreut über diese Ehefrau-Ehemann-Verbindung auf unserer Wache hier, aber Cruz sagte mir, dass Sie alles unter Kontrolle haben, also mache ich eine Ausnahme. Hoffentlich bereue ich es nicht. Keine Sorge. Reese und ich sind Profis und das heißt, wir können Privates und Berufliches auseinanderhalten. Alles wird gut werden. Gut. Das hoffe ich auch. Also was? Eifersüchtig? Das ist absolut nicht wahr. Taten drücken mehr aus als Worte. Vielleicht hat es so ausgesehen, okay. Vielleicht war ich's auch. Ein wenig. Oder vielleicht auch sehr, richtig? Vielleicht kannst du es einfach nicht vertragen, dass deine Frau dir hier am ersten Tag gleich die Schau stiehlt, oder? Nein, das ist es nicht. Was ist es? Das ist hart für mich. Denkst du, ich bin stolz auf mein Verhalten, Cruz? Ich wünschte wirklich, es würde mich kalt lassen, glaub mir. Es ist dieses Interesse. Das Interesse, das die Kerle an ihr haben, das macht mich verrückt. Das verstehe ich nicht. Wieso? Was ist daran so schlimm? Nun, das mag dich schockieren, aber wenn ich neben ihr stehe, bin ich immer noch ziemlich aufgeregt. Das schockiert mich gar nicht.
Das geht schon über 20 Jahre, Cruz. Das ist verrückt. Nein, das ist nicht verrückt. Das ist ganz toll, finde ich. Sehr viele Ehepaare würden sich das wünschen. Wirklich? Ja. Weißt du, als Anderson mit ihr geflirtet hat? Ich meine, das war wie damals in Florida. Dieselbe Nummer. Nette Kollegen, die locker und freundlich mit ihr reden, als wäre sie eine von ihnen. Aber immer, immer wird sie mit Blicken ausgezogen. Nun, um ehrlich zu sein, ich finde es ganz natürlich, dass die meisten Kollegen eine Frau wie Jody sehr attraktiv finden. Aber ich denke, du bist an diesem Punkt viel zu empfindlich, Mann. Cruz, ich weiß, wie die Männer sie anstarren. Das kannst du mir glauben. Aha. Na und? Männer gucken. Ist dir in all den Jahren nicht aufgefallen, dass sie dich gewählt hat? Sie liebt dich, Reese, und niemand anderen. Reese. Entschuldigung. Ja, sicher, was ist? Das wurde eben für Sie abgegeben. Danke, Bob. Ja. Was ist das? Schokolade. Was steht da? Danke für die Erinnerungen. Aber es ist durchgestrichen. Jetzt steht Danke für nichts da. Wer schreibt so etwas? Tja, ich weiß nicht. Du hast das geschrieben. Ach, Unsinn. Wieso willst du das nicht zugeben? Ich weiß doch genau, wie du operierst. Was du da sagst, ist doch grotesk. Was hätte ich für ein Motiv, dir so eine Pralinenschachtel zu schicken? Um Punkte zu machen. Vielleicht damit ich glaube, dass sie von Kelly kam. Vielleicht war sie es ja wirklich. Das ist nicht ihr Stil. Woher willst du das wissen? Weil ich Kelly gut kenne, deshalb. Ich weiß einfach mehr über sie als du, Reese. Das hatte ich vermutet. Weißt du, ich glaube, so ein Gespräch haben wir schon mal geführt. Richtig. Das haben wir auch. Und jedes Mal war anschließend unklar, was du wirklich von Kelly willst. Was genau willst du von dieser Unsinn. Frau? Wer sagt denn, dass ich etwas von ihr will? Cruz, ich kenne dich jetzt schon sehr lange und mir kannst du nichts vormachen. Ich glaube, das weißt du auch, oder? Willst du wirklich, dass ich dein Kleid trage, Mama? Santana... Natürlich, das ist doch Tradition. Ich weiß. Aber ich weiß auch, dass Sissi nicht der Mann ist, den du dir für mich gewünscht hast. Was ich mir gewünscht hätte, ist nicht mehr wichtig. Du möchtest ihn heiraten und ich akzeptiere das. Du bist also einverstanden. Sissi macht dich glücklich, das kann ich doch sehen. Weißt du wie? Am Schimmer und am glücklichen Strahlen deiner großen, wunderschönen Augen. Wie kann ich mich gegen etwas wehren, das dich so glücklich macht? Und Sissi ist ein guter Mann. Ein starker, zuverlässiger Mann. Und er gab viel auf für dich und dein Baby. Mhm. Ich heiße ihn willkommen in unserer Familie. Das bedeutet so viel für mich, Mama. Und weißt du, was mich am glücklichsten macht? Dieses Kleid, dieses fantastische Kleid, das ich immer bewundert habe, aber das weißt du ja. Allerdings gibt es vielleicht ein kleines Problem, und zwar wegen der Größe. Ach, ein paar kleine Änderungen und das Kleid wird sitzen. Wenn meine Tochter dieses Kleid trägt, wird sie mit Sicherheit die prächtigste Braut sein, die Santa Barbara je gesehen hat. Oh Mama, ich denke, dass ich es geschafft habe. Endlich. Nach so langer Zeit, ich glaube, das ist der Anfang des guten Lebens. Genau hier in Santa Barbara. Ich wünsche es dir. Ja, jetzt geht es endlich los. Irgendwie habe ich das Gefühl, ganz nah dran zu sein. Das wirst du erleben. Es wird sich schon bald alles ändern. Und zwar alles. Wir haben es endlich genau, geschafft, Santa. Mama. Alles. Denk jetzt nicht, Teddy Boy, dass ein Zufall der Geburt dir das Recht gibt, dich meinen Anweisungen zu widersetzen.
Tu nicht so, als wärst du mein Vater. Ihr zwei verhaltet euch wie kleine Jungs, die Streit in der Buddelkiste miteinander haben. Ist euch das klar? Ich rate dir, in Deckung zu gehen, Ted. Ich kann nur sagen, dass mir meine Kinder immer Freude gemacht haben. Immer. Und deswegen bin ich auch sehr stolz auf sie. Ein Mann, der auf seine Kinder stolz sein kann, ist ein glücklicher Mann. Hey, hey, wartet mal. Das reicht, okay? Ich wollte eigentlich neutral bleiben, aber das scheint wohl unmöglich zu sein. Ich kämpfe auf Teds Seite. Ach, wirklich, Kelly? Ja, wieso und denn? Weißt du auch wieso? Weil du rücksichtslos und arrogant bist. Deswegen. Wer denkst du, bist du denn? Sag's mir. Der Kaiser von China? Und du bist eine verzogene, faule und unverpinte Göre. Mason. Mason. Boswell. Was gibt's denn? Irgendwelche Probleme? Ich vermisse einen antiken Ring. Haben Sie ihn? Nein, leider nicht. Nein. Eigenartig. Ich dachte, er wäre in meiner Handtasche. Ist er wertvoll? Ja, das ist er. Bis gleich. Hm. Nun, das klingt unglaublich, aber 30% aller weiblichen Verbrechensopfer werden von ihren eigenen Männern oder Freunden umgebracht. Und leider hört es nicht damit auf. Kinder, die ständig häusliche Gewalt erleben, neigen später auch dazu, ihre Konflikte mit Gewalt zu lösen. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Polizisten und Strafverfolger keine Mühe scheuen, gegen häusliche Gewalt massiv vorzugehen, um diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Oh, danke, nachher vielleicht, okay. Also, Mr. Walker, was sagen Sie zum neuen Aufgabenbereich Ihrer Frau? Ich sage, dieses hübsche kleine Frauchen ist gefährlich. Die Kinderschänder und Frauenprügler von Santa Barbara sollten jetzt besser auf der Hut sein, weil sie von heute an von der besten Polizistin Amerikas gejagt werden. Tolles Pärchen. Ja, ja, da bricht sich das Herz. Ich danke Ihnen. Jetzt brauche ich nur noch ein Foto und dann lasse ich Sie in Ruhe. Okay. Schatz, du auch. Oh, nein, nein, das ist dein Tag. Du musst lächeln, da ist die Kamera. Danke. Okay. Wenn ich Sie bitten dürfte, das ist für mein eigenes privates Archiv. Na komm schon, los, komm. Danke, das war sehr nett von Ihnen. Das sind die Dienstpläne von letzter Woche, Julia. Die gelten nicht, die... Oh mein Gott, nicht schon wieder. Jetzt reicht es wirklich. Was ist denn los? Cruz ist heute sehr, sehr beliebt. Das ist die eine Interpretation. Die andere ist, dass mich jemand auf den Arm nehmen will. Danke, Bob. Was steht da? Ich muss ständig an dich denken. Entschuldige mich kurz. Ja, klar. Also, das fand ich wirklich nicht gut. Hey, wird dieser Unsinn endlich mal aufhören, ja? Ich schwör's dir, ich habe nichts damit zu tun, Cruz. Vielleicht hast du einen heimlichen Verehrer. Ja, kann sein, nur wenn er sich nicht bald zeigt, dann macht er einen Fehler. Ich finde das sehr freundlich von Ihnen, okay, aber vielleicht... Schätzchen, er kann dich leider nicht hören, aber ich glaube, er braucht dringend das Geld. Er will deine Schuhe putzen, die könnten es gut gebrauchen. Mein Meister hat gesprochen. Kommen Sie. Ich muss ständig an dich denken. Ich hätte gern eine Erklärung dafür. Meldet sich einer freiwillig? Hallo, Daddy. Hallo, Daddy ist keine Erklärung für mich. Nun, Daddy, wir hatten gerade eine kleine, unbedeutende... Ihr hattet was? Eine Konferenz. Ja, wir hatten eine Konferenz über das Porträt. Wie bitte? Was? Seid ihr verrückt? Das ist ein Büro. Ja, ein Büro, richtig. Und genau das habe ich versucht, Ted zu erklären. Was ist das Resultat? Daddy, ich erkläre es dir, wenn du möchtest. Ja, gerne, ich höre. Na los, kannst du nicht reden? Bitte erklär es, Dad. Erwartet. Hört auf zu lachen. Das sind nicht meine Kinder. Wir haben Gäste. Willkommen.
Du kannst es noch. Ein paar Stiche und das Kleid passt dir. Oh Gott. Oh Mama, das muss jetzt Jahre her sein, dass ich so getanzt habe. Ach, es hat mal eine Zeit gegeben, wo ich beinahe jede Nacht in der Woche tanzen war. Weißt du nicht mehr? Das ist schon ziemlich lange her. Mama, ich heirate zwar in den Käpfel-Clan, aber ich vermisse unsere Welt. Und ich habe nicht vor, sie zu verlieren. Und wenn Cici Capwell mich wirklich heiraten möchte, dann muss er wissen, worauf er sich einlässt. Bevor er dann seine gegebenen Versprechen bricht. Oh, Santana, Santana, was hast du vor? Sehr viel. Mashigaita, Kangayo, Agitago, Avimasan, Tashiua, Kono, Kouo Shinken, Onken Masu. Sore wa anatanu. Shikuto mite wakaru. Anata wa nihongo mare. Tare mashitane. Marisha dua? Avimasa kedo dorioku? Shitemasu. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Toll. Mr. Tatsun, hier sind die wichtigsten Zahlen. Ich bin sicher, wenn Sie sie kennen, werden Sie sagen, dass der Vertrag für uns beide von großem Vorteil ist. Ich werde den Vertrag mit Vergnügen unterschreiben. Danke vielmals. Arigato. Arigato. Danke. Mr. Tatsun, es tut mir leid, was Daddy, hier passiert ist. Wir Daddy, müssen. Die Schadensbegrenzung ist nicht mehr nötig, wirklich. Sie können stolz sein, Mr. Capwell. Eine tolle Familie. Danke. Entschuldigen Arigato. Sie mich, Mr. Tatsun. Arigato. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Hallo? Ja, stellen Sie durch. Hallo. Mason, ich kann den Ring nicht finden. Meinst du mit Ring, meinst du vielleicht einen Verlobungsring, Julia? Nein, das wohl nicht. Aber den Ehering ist auch unwahrscheinlich. Aber möglicherweise meinst du ja den antiken Ring, den Hausring, den absolut unersetzlichen Porträtring. Er war in meiner Tasche und jetzt ist er weg. Und was erwartest du von mir? Vielleicht, dass es mir leid tut? Reden wir nachher darüber. Wenn es sein muss. Danke. Nun, Mr. Capwell, was denken Sie? Was ich jetzt denke als Seniorchef dieser Firma und als Vater von euch, ist, dass eure Präsentation eine absolute Katastrophe war. Aber unser Ziel haben wir erreicht. Er hat unterschrieben. Genau. Und bei dieser Gelegenheit würde ich gerne noch etwas klären. Was ist das? Das hier ist der Vorschlag der Porträtkommission. Porträtkommission? Den wir vorschlagen würden, ist ein deutscher Maler. Sein Name ist Petruo. Okay, Petruo. Und Cunningham gefallen. Oh. Siehst du, wie leicht das war? Einfach vorlegen und das war's. Danke, jetzt sind wir alle schlauer. Hoffentlich. Ich kann jetzt nicht bleiben. Ich habe ein Treffen mit Santana. Es gibt eine Verlobungsfeier in der Oase. Ich erwarte, dass ihr alle kommt. Zu Befehl, Sir. Nein, ich werde nicht kommen. Was hast du bitte gesagt? Du kennst meine Einstellung dazu. Ich komme nicht. Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Das ist eine Familienfeier und meine Familie wird anwesend sein. Tut mir leid, aber ich werde auf keinen Fall kommen. Das ist meine Verlobung. Kelly, wenn du nicht kommst, wirst du es bereuen, das schwöre ich. Daddy, was immer du auch tust, es wird dir alles nicht viel nützen. Du kannst die größte Party der Welt feiern, um dir zu beweisen, dass du das Richtige tust. Aber du machst einen Fehler. Ich
verstehe das nicht. Dieser Ring muss doch irgendwo hier sein. Eine Nachricht von Suzanne. Der geheimnisvolle Mann hat dunkle Haare? Der Mann hat genau die gleichen Haare wie Mason. Cici, ich frag mich, ob du etwas dagegen hast, wenn wir unsere Party woanders feiern. Nein, habe ich nicht. Was schwebt dir vor? Wie wär's mit Rosas Cantina? Nein. Rosas Cantina klingt gut. Das ginge leichter, als ich dachte. Wir sehen uns nachher. Bis dann. Wir feiern woanders. Hört es sich so an. Aber warum ausgerechnet in Rosas Cantina? Das ist völlig unpassend. Ach, du hast doch bloß Vorurteile gegen scharf gewürztes Essen, oder? Sein Magen rebelliert dann gleich. Und ihr werdet dafür sorgen, dass eure Schwester auch kommt. Notfalls tragt ihr sie hin. Das ist eine Familienfeier, eine ziemlich wichtige. Und ich will, dass die ganze Familie dabei ist. Und du bringst Katharina mit. Das ist dein Befehl. Oh Mann, ihr könnt's nicht lassen. Weißt du, Santana, ich frage mich, ob es nicht zu früh ist, die Capwells in die Kantina zu bitten. Oh, Mama, nein. Wenn wir auf dein Signal warten, dann lernen die Capwells die Kantina niemals kennen. Übrigens ist Rosas Kantina nicht das Einzige, was sie heute Nacht sehen werden. Heute Nacht zeige ich ihnen einen Teil von Rosa Andrade, den die Capwells noch nicht kennengelernt haben. Hallo. Wow. Irgendetwas sagte mir, wenn ich nur lange genug hier warte, wird mich die schönste Frau der Stadt schon suchen kommen. Wer sagt, dass ich dich suche? Naja, ich habe es gehofft. Hast du heute was vor? Wieso fragst du? Naja, mein Vater feiert seine offizielle Verlobungsparty nachher. Und du gehst hin? Ich fürchte, es lässt sich nicht vermeiden, da aufzutauchen. Ja, ich werde hingehen. Mein Vater legt großen Wert auf die Anwesenheit seiner Kinder. Das hat er gesagt, also... Das ist sehr souverän von dir, Ted. Ich bin stolz. Und du wirst auch hingehen. Wieso? Weil ich die strikte Anweisung meines Vaters habe, dich mitzubringen. Aber du könntest Nein sagen, oder? Ich wünschte, dass mir alle seine Anweisungen so gut gefallen würden wie diese. Wirst du kommen? Ja, sehr gern. Gut. Ach, übrigens, die Porträtkommission rät zu zwei Künstlern. Einer ist Lindsay Cunningham und der andere ist der, den du uns empfohlen hast, dein Landsmann Petruo. Mhm. Hm? Nur, dass du es weißt. Mhm. Danke. Hallo. Was ist los? Tja. Der Kerl hat das Herz auf dem rechten Fleck, aber Schuhe putzen, das kann er wirklich nicht. Vielleicht sind deine Standards ja zu hoch. Das wäre möglich. Immerhin kenne ich dich seit 20 Jahren. Schmeichler, entschuldige mich. Wohin gehst du denn? Wieso die Eile? Keine Eile. Ich will nur kurz etwas erledigen. Bis gleich. Ich weiß auch schon was. Oh. Hier, Ihre Schuhbürste. Wonach riecht das hier bloß? Hey, Reese, Ballons, guck mal, ganz viele. Toll, nicht wahr? Ja, sehr schön. Hab leider keine Zeit, die ihr zu bewundern. Aha, hallo. Oh, Schuhe, nein, die sind ohnehin reif für den Mülleimer. Na, okay. Aber flott. Erwischt. Danke vielmals. Oh, ja. Toll, danke. Tja, ich möchte gleich bezahlen.
Behalten Sie es, Castillo. Großartig aus. Keine Frage. Nein, Sissi, gehen Sie. Es bringt Unglück, die Braut in ihrem Kleid zu sehen. Gehen Sie. Das ist doch Unsinn. Nichts mehr auf dieser Welt wird uns jetzt noch trennen können. Und erstaunlicherweise haben Sie gleich unterschrieben. Vielleicht hat der kleine Streit, den wir hatten, Ihnen ja gefallen. Hörst du mir zu? Ja, sicher, Mason. Sie haben also unterschrieben. Julia, du bist doch hoffentlich nicht mehr sauer wegen gestern Nacht, oder? Verglichen mit dem, was sonst zwischen uns läuft, war das doch harmlos. Ich bin doch gar nicht sauer auf dich. Irritiert dich das Verschwinden dieses Ringes? Ich verstehe nicht, was mit ihm passiert sein könnte. Ist doch egal. Vergiss ihn, Julia. Dann ist der Ring halt verschwunden. Vergessen? Es ergibt doch keinen Sinn. Das Einzige, was aus meiner Handtasche fehlt, ist der Ring. Wenn es ein gewöhnlicher Dieb war, wieso lässt er mir dann meine Kreditkarten und mein ganzes Geld? Ich will nicht mehr über den Ring sprechen. Ja, okay. Ich will ja nur, dass du dir das hier ansiehst. Kommt dir das bekannt vor? Julia, könnten wir nicht mal einen Abend verbringen, ohne dass diese Familie, dieses Porträt uns bis in den Schlaf hinein verfolgt? Ich hab genug davon. Schon gut. Vergessen wir das Porträt einfach. In die ewigen Schatten. In das Feuer und in das Eis. Kein Wort verstanden? Okay. Dann sagen Sie mir, was Sie wollen. Hallo. Entschuldige. Hast du kurz... Nein, jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin beschäftigt. Tut mir leid. Es geht ganz schnell. Kelly, ich habe hier zu tun. Ich kann jetzt nicht, was immer deine Probleme sind. Es geht nicht. Wollen wir rausgehen? Mhm. Los, gehen wir. Nach Ihnen. Ja. Warten Sie, Castillo. Los, bewegen Sie sich. Ich wusste doch, dass du es nicht schaffst.
Das ist nicht so leicht, Reese. Und da wir schon bei schlechten Angewohnheiten sind, deine Vorliebe für alberne kleine Gags ist genauso kritikwürdig. Was hast du davon, wenn du Cruz diese Geschenke schickst? Das war ich nicht und wechsle nicht das Thema, ja? Okay, woher wusstest du's? Ich bin zufällig seit 20 Jahren Polizist. Das war wirklich sehr einfach. Ich beobachte meinen Verdächtigen und folge meiner Nase. Und Zigarettenrauch ist eine außerordentlich deutliche Spur. Was ist denn? Die Geschenke. Dieser Geruch, der Kerl. Welcher Kerl? Komm schon, Cruz ist in Gefahr. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.